This is Kipo Village. Ja. Aber ich suche die Kanone. Nein, scheiße! Wir wollen ja erstmal zu den Zwergen. Ah, Mann. Okay. Erstmal zu den Zwergen. Und uns zwei neuen Orbs reinsetzen lassen. Dämlich, dämlich, dämlich. So, ich hätte gern den Bogen verbessert. Er wird zum Langbogen. Die schwarze Peitsche wird zum Sturm mit Peitsche. Nichts, 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 nichts. So, okay. Peitsche und Bogen. Gehen mal raus hier. Wow. Okay, unsere Waffen werden richtig stark gerade. Wobei wir es hier aktuell ja immer noch mit den Anfangsgegnern zu tun haben. Hopp, hopp, hopp. Okay, scheiße, das sind die Waffen gut.
voll aufgeladener Schuss. So. Machen wir da auch noch eine. Jenny, ihr Speer ist angestiegen. Langbogen passt noch. Er hat auch noch. Ihr Speer hat auch noch eine Nummer weiter. Achso, was ist unten mit ihm? Welcome, welcome. It's 50 GP per trip. What'll it be? Ich will weder Wassertempel noch Andorra. Moment. So, was bisher geschah? Welcome, welcome. It's 50 GP per trip. What'll it be? Wassertempel Pandora. Das ist falsch. Scheiße. Doch, wir wollen hier lang. Wir wollen nicht mal. Doch, war. Hippo. Jetzt gehe ich da nochmal hin. Zu dem Kanonierermann in Kippo. Hi. This is my home. You're out of the business. This is... Ey, Junge, kannst du nicht in die Oberlande schießen? My husband's brothers all look alike. Sometimes I can't tell who... Scheißdreck. This is my home. Was muss ich machen, dass du mich in die Oberlande schickst? Wir reden nochmal einfach mit jedem Kunden hier in der Stadt. Dialog's missing? Oh. I'm sure he's fine. Don't worry. I'm his mother, and a mother knows these things. Sie sieht eher aus wie seine Oma, aber naja, gut. Haken wird's schon gut gehen. Hi. Huh? Huh? So, Dialog. I see. Du verstehst. Ist klar. To the north is a cave called Gaia's Navel. Dad's door later. Yeah,
nichts hier. Welcome. What'll it be? Kaufen. Gibt's irgendwas Neues hier bei dir? Anything else? Come again. Bye bye. Ich hab den beschissenen Kanonierer aufgesucht. Ich speichere jetzt hier nochmal ab. Ach scheiße. Über Nacht hätten wir noch gar nicht gewusst. Wow, hard to think that I didn't know about the mana seeds up until now. And that there are bad people in the world. I think I'm finally starting to understand how important these seeds are. I was just tagging along, but I'm going to see this whole thing through. If Dylock were here, he'd protect the mana seeds too. We gotta step up and stop wrongdoing when we see it. I don't know if that'll save the world, but it's a start. You're getting more responsible by the day. I'm impressed. You think? Not by much, but at least you're not whimpering at the sight of goblins anymore. Are you still going on about that? Huh. Well, better get a move on. There's still Dylock and Pamela to save, after all. Guys, I've been thinking. Maybe people aren't stealing the mana seeds to eat them. Was, um sie zu essen? You're the only one thinking about eating mana seeds. Nein, du wolltest nur noch dran lecken, ich weiß das. Oh. Scheiße. Gott, ich glaube, ich beende hier einfach mal die Folge. Ja. So, und damit tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Secret of Mana. Bye, bye. Vielleicht habe ich bis dahin rausgefunden, wie ich ins Hochland komme.